Bitte vorne einsteigen, heißt es seit einer Woche bei den Bussen der Stadtwerke Augsburg. Wer mit will, muss jetzt dem Fahrer beim Einsteigen den Fahrschein zeigen. Dadurch will man Schwarzfahrer abschrecken. 200.000 Euro sollen so pro Jahr eingenommen werden. Doch einigen Fahrgästen ist das neue System einfach zu umständlich. Was für ein Schmarrn. Ich fahre doch als ältere Dame gar nicht schwarz. Nie im Leben. Ich muss natürlich erst meine Karte immer aus dem Rucksack holen. Das ist ein bisschen, naja, ungewohnt. Es ist etwas lästig, vor allem wenn man, naja, vom Einkaufen kommt und beide Hände voll hat, kann man nicht schnell einfach mal die Karte rausholen. Wenn so viele Leute vorne einsteigen, dauert es zu lang und deswegen ist es halt scheiße. Bei den Stadtwerken sieht man das etwas anders. Hier zieht man nach der ersten Woche eine positive Bilanz. Ich bin selbst sehr viel mitgefahren, habe mir das sehr, sehr intensiv vor Ort angeschaut. Der überwiegende Anteil der Fahrgäste verhält sich hervorragend. Sie stehen mit Fahrschein an der ersten Tür, steigen ein. Es gibt natürlich Eingewöhnungseffekte, das war uns klar. Die wird es auch noch geben in den nächsten ein, zwei Wochen. Doch was ist mit Sonderfällen wie Rollstuhlfahrern oder Reisenden mit viel Gepäck? Auch hier gibt es Kritik. Der, wo sich das einfallen hat lassen, der soll das mal selber mal behindert gerecht reingehen. Das ist eine bodenlose Frechheit. Doch die Anweisung der Stadtwerke ist klar. Der Busfahrer kann bei Bedarf auch hinten einsteigen lassen. Also es gibt natürlich Fahrgäste, die können gar nicht vorne einsteigen. Erster Linie natürlich unsere mobilitätseingeschränkten Fahrgäste, Rollstuhlfahrer, Fahrgäste mit Rollatoren, aber natürlich auch die Eltern mit Kinderwagen, Reisende mit schwerem Gepäck. Die zwingen wir natürlich nicht durch die erste Tür, das geht gar nicht. Und es meckern auch nicht alle. Einige finden das vorne einsteigen sinnvoll. Stört mich nicht. Finde ich okay. Ganz gut. Warum? Erstens wegen die ganzen Schwarzfahrer. Und ist auch wurscht, ob sie hinten oder vorne einsteigen. Die Zeit bleibt ja gleich. Gut. Sehr gut. Na, es sind wenigstens mal ein paar Schwarzfahrer weniger. Funktioniert auch in Großstädten. Warum soll das bei uns nicht funktionieren? Natürlich dauert es ein bisschen länger. Nennenswerte Verspätungen gab es laut Stadtwerken aber noch nicht. Genaue Zahlen wollen sie in der nächsten Woche veröffentlichen.